Hallo und herzlich willkommen bei AZTV. Salzwedel. Die Kreisstraße 1002 zwischen Osterwohle und Salzwedel ist eigentlich nur noch eine Aneinanderreihung von Schlaglöchern und die steht dieser Tage auch noch kräftig unter Wasser. Der Kreis, dem die Piste gehört, hat als erste Maßnahme die Geschwindigkeit auf 70 Stundenkilometern begrenzt und will in den nächsten 2 Jahren den Abschnitt ausbauen. Die Osterwohler fordern schnelles Handeln, bevor es zu schweren Unfällen kommt. Gardelegen. Luna ist da. Das 15-jährige Pferd lebt ab sofort im Gardelegener Tierpark, denn es soll seiner Artgenossin Lotte Gesellschaft leisten. Luna wurde angeschafft, weil Lottes bisheriger Begleiter, der 26-jährige Esel namens Moritz, gestorben war. Stendal. Ein Bläserquintett der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie gab am Donnerstagvormittag ein zeitgenössisches Konzert in der Aula des Winkelmann-Gymnasiums. Mit dabei waren auch 2 Musikkurse des Hildebrand-Gymnasiums. Zwischen den Stücken beantwortete der Magdeburger Komponist Bernhard Schneier die Fragen der Schüler, die diese im Musikunterricht vorbereitet hatten. Als besonderes Highlight feierte das Stück Mensch Mädel, komponiert von der 17-jährigen Tochter des Komponisten Ina Böckelmann, seine Premiere. Und zum Schluss ein Blick auf das Wetter. Der Wind lässt zwar nach, dafür aber bleibt es richtig nass. Gegen Mittag sind heftige Regengüsse drin am Freitag und die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad. So viel AZTV für den Moment. Wir sehen uns morgen wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.